Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen und heute mit Familie Traumtänzer und zwar Thomas Traumtänzer und hier steht Cassandra Traumtänzer, geborene Krusel und sie ist von den Toten wieder auferstanden. Yay! Nämlich im Hause, jetzt lasst mich überlegen, Picasso, die Gerda hat entschlossen, ihre Halbschwester ist das, wieder von den Toten aufzuwecken mittels diesen dieser Wunschlampe. So, Cassandra hat aber sich entschlossen, hier einzuziehen. Sie ist ja die Mutter quasi. Ich zeige es mal ganz kurz. Sie ist ja, wo ist sie? Da ist sie. Sie ist die Mutter von diesen vier Kindern, nämlich von der Tini Braun, der Britta Lothario, den Thomas Traumtänzer und dem Thorsten Traumtänzer. Sie hat, oh Gott, wie viele Enkel hat sie eigentlich? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! 10 Enkelkinder hat sie. Und, sie hat ja den Hugo Traumtänzer damals geheiratet. Jetzt muss ich allerdings gucken, wartet mal, wir brauchen Platz für sie, ne? Da wohnen die Jungs. Oben wohnen die Mädchen. Und das heißt, dass wir für Cassandra hier direkt mal ein Zimmerchen einrichten werden. Das werde ich jetzt direkt auch mal machen. Wartet mal. Ich werde jetzt einfach mal irgendeinem das da ins Inventar geben und auch das Teil. Genau, so. Dann werde ich jetzt erstmal hier... Was ist denn das eigentlich für eine komische Farbe? Oder ich weiß gar nicht. So, wir brauchen also erstmal ein Bett. Ein gutes Bett würde ich jetzt ihr geben wollen. Ein Doppelbett? Nee, ne? Das brauchen wir im Grunde nicht. Wobei es theoretisch schön wäre, weil es ein bisschen größer wäre, aber... Nee, das muss nicht sein. So, diese Farbe. Genau. So, machen wir das mal hier hinten hin. Dann brauchen wir vielleicht noch einen Beistelltisch. Das wäre ganz nett für sie, glaube ich. Oder so einen. Würde das passen? Das würde zusammenpassen, oder? Ja, mehr oder weniger. Was braucht sie sonst noch? Gut, wir machen mal einen Teppich. Bin ich mit den Farben auch noch nicht so ganz sicher, aber das könnte... Ups, falsche Taste. Habe ich jetzt? Ah ja. Moment. So. Die hier. Und das war die Taste, die Größermacht-Taste. Das passt. Und dann Tapete. Da können wir ja gerne was nehmen, was so ein bisschen für ältere Damen auch schön ist. Irgendwie sowas vielleicht in die Richtung. Oh, mit. Ja, warum nicht? Sowas. Dann... Das würde ich eine andere Farbe nehmen, nur. Das hier, perfekt, passt. Okay. Was soll ich denn ihr noch mit reinstellen? Achso, natürlich eine Kommode. Mal gucken. Sowas in die Richtung. Oder das passt ja zu dem Dings da. Sehr schön. Das passt, denke ich, auch. Und dann würde ich ihr vielleicht sogar wirklich noch ein... Moment, finde ich das da? Nee, Quatsch. Ich wollte sagen, einen Sessel. Aber vielleicht... Ah, genau, solch einen Sessel. Dass sie sich da, ja, ich sag mal, schön ausbreiten kann. Und das in Rot. Dann darf sie das hier machen. Einmal eine Leuchte auf ihren... Guck mal, da kann ich sowas in die Richtung nehmen. Nee, das sind Kindertischlampen. Okay, ich gebe sowas. Oh, kann ich natürlich auch da oben hinhängen, warum nicht? Okay, komm, ich mache zwei Stück. Eine hier unten, eine oben. Dann noch einen Teppich, das fände ich nämlich auch ganz nett. Ich habe ja genug Geld, ja, habe ich. Ich musste gerade noch mal kurz gucken.
Sowas in der Art? Ja, warum nicht? Ja, Spaß schon. Und. Ah, kann ich da irgendwas. Ach, wie schön. Super, das kann ich auch dahin hängen, stellen. Kann ich das auch noch da? Oh, wie schön. ich wollte eigentlich nämlich was in die Ecke stellen. Ach nee, das geht gar nicht in die Ecke. Da ist meine Tür. Okay, dann passt es einfach so. So, und dann würde ich da noch was hinhängen wollen. Ich gehe einfach mal einen Jog. So, irgendwo da hinten hin. Ah, genau. Bilder. Das kommt immer ganz gut. Cool. So, dann hat Cassandra nämlich auch ihr eigenes Bett. Und ich gucke mal, wie es ihr eigentlich geht. So, ach, und übrigens, wer wohnt überhaupt sonst hier? Ja, also Mechthild und Thomas, ihr Mann. Und die vier Kinder, Tommaso und Tristan, die in 3 Tagen zum Teenager werden. Und Tabea und Thekla, die im Grunde jetzt erst... Warum? Ihr seid doch Zwillinge. Warum seid ihr nicht gleich alt jetzt hier? Hm. Naja, die ja gerade erst zum Kind geworden sind. So, du darfst mal erstmal auf die Toilette gehen. Ih, wie sieht's denn hier aus? Was ist denn da los? Da darf Cassandra natürlich helfen und aufräumen. Da war Party, deswegen wahrscheinlich. So. Erstmal aufräumen. Was möchtest du eigentlich? Nö, das mache ich nicht. 20 Welpen oder Kätzchen groß sind, das passt in diese Familie noch da überhaupt nicht mehr rein. I'm sorry. Aber das ist echt, das mache ich jetzt nicht mit dir, Cassandra. Dafür bist du jetzt am Leben neu. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das habe ich schon verteilt. Hier sind, keine Ahnung, sowas drin. Dein Hobby ist Bastelarbeiten. Die hat echt alles behalten, ne? Die kam so wieder zurück. Die ist gerade kaputt gegangen. Dann kannst du nochmal reinigen. So, Mechthild. Mechthild hat heute frei und Thomas hat heute auch frei. Das ist sehr schön. Was macht er? Müll rausbringen. Okay. Und was ist dein Hobby? Das war Filme, Literatur. Genau. Dann bring aber erstmal den Müll raus und danach kannst du mal ein bisschen vielleicht lesen. Guck mal, dann kommst du das noch auf. Ich beschäftige Cassandra ein bisschen. Nee, also Bastelarbeiten. Da können wir natürlich auch dran gehen. Ich bin nur gerade am Überlegen. Ist das die Pia? Ja, das ist die Pia. So müsste es in der Schule sein, Pia. Was macht sie? Sie klaut uns gerade was. Warum? Haben wir dich verärgert? Irgendwie war sie in dem... Kenne ich dich, Pia? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es echt nicht, Mensch. Hm, seltsam. Na gut. Oh, Benjamin Lang. Okay. Hans-Peter Tang, Wladimir Walter. Nun gut. Ansonsten kann ich irgendwelche Freundschaften erhöhen. Ja, Mechthild rein theoretisch und meine ganze Family. Vanessa könnte ich anrufen. Das wäre doch cool. Vanessa Dorn. Hast du schon alles aufgeräumt? Das ist ja cool. So, sie kennt natürlich auch sehr viele Menschen. Aber nicht alle. Okay, wenn ich nicht Vanessa anrufen kann, vielleicht geht noch jemand anders. Claudio. Sam Sieber, Matthias Picasso. Okay, ich rufe mal den Claudio an, der sollte zu Hause sein. Und dann kannst du mal die Rechnung bezahlen. Kannst hier noch ein bisschen recyceln. So, Mechthild. Die ist gleich fertig. Was lernst du? Charisma. Oh Gott, du brauchst aber echt lange dafür. Jetzt ein Charisma-Punkt. Lass mich mal gucken. Ich glaube, wir lernen mit dir erstmal Physiologie. So, du gehst aber erstmal auf die Toilette. Dann kannst du die benutzen. Und was musst du eigentlich lernen? Im Grunde Mechanik sehr viel.
Na gut. Du kannst dann das hier mal aufräumen und kannst dir noch mal was zu essen holen, hoffe ich mal. Und Thomas, der chillt hier oben, okay. Der chillt. Was habe ich gesagt, was du an Hobby hast? Film und Literatur, das heißt, einmal diskutieren mit... Nee, das kann ich da keine Bücher lesen? Doch, warum geht es da drüben nicht? Ach da, Buch lesen. Science Fiction. So, bitte. Drei Erwachsene im Haus. War eigentlich doch ganz entspannt hier. Ich finde es echt cool, dass Cassandra wieder am Leben ist. Wäre natürlich irgendwie cool, wenn Hugo dann auch noch kommen würde. Nein, nicht noch mehr. Muss nicht sein. Cassandra findet es bestimmt ganz, ganz komisch, dass es hier so umgebaut wurde in ihrem Leben. Weil hier das Wohnzimmer und da drüben die Küche mit Esszimmer. Und da hinten, das war oft, ja nicht oft, das war ein Zimmer von einem der Kinder. Sie hatte ja auch vier Kinder. So, Mechthild isst gerade was. Unser Hausmädchen ist fertig. Warte mal, das mache ich mal wieder weg. Oh, und da kommt nochmal Pia. Was ist denn los, Pia? Was will sie jetzt klauen? Guck mal, kannst du mir mit ihr mal interagieren? Hey, geh mal direkt zu ihr. Ich weiß nicht, was habe ich dir getan? Kannst du das noch... Heb mal die Tonne auf. Und das hier aufräumen. Und dann die Post holen. Wobei, lassen wir das Mechthild machen. Denn du gehst mal hier mit ihr plaudern. Über Bastelarbeiten quatschen. Und Mechthild, sei mal so lieb. Bezahl mal die Rechnung. Wie immer sage ich das hier an dieser Stelle. Ich wünschte mir, ich könnte einfach anklicken und sagen, Rechnung bezahlen, ja? Hier, so. Sie trägt sie aber immer erst irgendwo hin und dann, naja gut, gibt Schlimmeres. So, einmal baden und Spaß haben, irgendwas mit Spaßiges haben. Warte mal, könnten wir, ja, wir könnten einfach mal schwimmen gehen. So, Cassandra. Er hört auf, ach Mann, hier, Thomas. Lernen... Buch lesen. Science Fiction. Nehmen wir nächstes. Oh ja gut, da könnte auch einen Film ansehen, ne? Würde auch gehen. So, ich warte einfach mal. Jetzt abhängen. Würde ich gerne mal mit dir ein bisschen abhängen. Oh, wir kriegen sogar Rente. Auch schön. So, Thomas hat wieder aufgehört und Fernsehen. Dann guck einen Film an, bitte. Film ansehen. Eine Komödie wolltest du vorhin. Oh, ganz kurz geguckt, einen Kochpunkt bekommen. Yay. So, Mechthild, wo bist du? Ah, gut, du gehst raus. Schwimmen, sehr schön. So, ich guck mal bei Thomas auch nochmal nach den Freundschaften. Ah, okay, guck mal, wir können die Maria mal anrufen. Sorry, das ist Rosa. Oh, total verwechselt. Das ist die Rosa. Die können wir mal anrufen. Tück, tück, tück. So, Rosa. Einmal. Die ist auf der Arbeit. Okay. Da hinten dran ist nicht wirklich was Interessantes. Dann... Das macht er Zähneputzen. Dann gehst du mal auf ins Bad und kannst hier nochmal was essen. Steffen wurde mitgebracht. So, die Kids kommen. Und Tristan geht schon mal hoch. Ich bin mal gespannt, wohin. Super. Okay, das ist Tristan. Komm, du gehst mal direkt Hausaufgaben machen.
Dann ist das. Das ist Tabea. Oh nee, Tabea. Okay, wartet. Ich muss nämlich gucken, dass alle ihre Sachen einfach haben. Du möchtest irgendwas Spaßiges machen. Lass mich mal kurz überlegen. Du gehst mal hier hoch zum Spielen. Und dann wäre ich dir dankbar, wenn du mal guckst, ob du ein anderes Outfit hast. Weil das ist das gleiche, das dein Bruder auch irgendwie anhat. So, das ist die Thekla, richtig, oder? Ja. Thekla und da kommt dann noch der Tommaso. So, Thekla. Ja, ich dachte mir auch schon fast, dass du das auch so machst. Oh. Direkt. Ich habe keine Röcke. Das ist ein bisschen schade. Nur das und das will ich nicht auch noch anziehen. Da müssen wir irgendwas davon nehmen. Eine rote Hose. Mädchen. Nee, das sieht nicht gut aus. Machen wir das so rum. Oder andersrum. Mit was Rotem obendran. Das sieht fast besser aus. Dann machen wir es so rum. So, Moment. Du kriegst deine Hausaufgaben auch noch nach oben getragen. Und du darfst aber erstmal benutzen, duschen. Wie geht's denn so, Cassandra? Und so weiter. Zwei wollen und sowas von uns. Und unser Tristan. Dich lasse ich mal Hausaufgaben machen. Ja, ich weiß, ihr habt alle nicht so wirklich viel Spaß gerade. Steffen. Ach so, stimmt. Ihr habt den Steffen mitgebracht. Wer hat ihn mitgebracht? Mal, du kannst ihn dann mal direkt anquatschen. Und Tabea, was habe ich zu dir gesagt? Okay. Du kannst mit ihm vielleicht Räuber und Gendarme spielen. So. Tabea. Was denn? Jetzt spiel doch mit ihm oder so. Fangen vielleicht. Ist das besser? Auf jeden Fall haben wir ihn jetzt, glaube ich, kennengelernt. Auch wenn wir ihn nicht so begeistert gerade von ihm sind. Aber egal. Keine Familienfreunde mehr, okay. So, Thomas, kannst du noch mal kurz versuchen, ob du die Rosa erreichst? Tabea spielt jetzt hoffentlich. Thekla ist jetzt auch runtergekommen. Die will mit ihm auch noch plaudern oder spielen oder was auch immer. So. Nee, warte. Ich muss hier anders klicken. So, ruf noch mal irgendjemanden an. Dann machen wir es doch so, dass wir die Britta einfach mal anrufen. Ja, komm, dann geh du mal ein bisschen rutschen. Mechthild geht soweit ganz gut draußen. Cassandra, die befreundet sich hoffentlich mal mit ihr. Jo, bis 70 sind wir zumindest schon mal. Das ist doch schon mal besser als nichts. Aber du, ich würde sagen, trotzdem, du spülst mal ab und dann kannst du nochmal auf die Toilette gehen und machst uns was zu essen. Mach mal Schweinekotelett. So, Tommaso. Kotil 2. Was ist das für ein Bild? Okay, das macht ihnen anscheinend sehr viel Spaß. So, du kannst... Kannst du nicht mal nicht schlafen? 2 Tage habt ihr noch. So, dann hör mal auf, bitte. Genau, und dann... Ja, genau, schlaf mal. Und er? Naja, gut. Er braucht noch ein bisschen Spaß. Es ist schon spät, ich mache die Büße. Okay, dann geh du mach mal auf die Toilette und dann gehst du schlafen. Unsere Thekla geht ins falsche Bett, okay?
Und du gehst auch mal hier hoch. Ups. Ich weiß nicht mehr, welches Bett ist. Das ist ja auch egal. So. Cassandra. Cassandra macht. Das riecht gut. So, ich glaube, an dieser Stelle sage ich jetzt mal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns wieder in einer nächsten Runde. Da kommen wir nochmal hierher zurück. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naito. Ciao, ciao.